Hey, weltbeste Pizza? Oh, einfach. Letzter Sommer. Imbisswagen beim Skatepark. Mit Pepperoni-Ananas-Superladung. Hab sie ganz allein verputzt. Bestes Fußballspiel? Zweites Spiel dieser Saison. Nach 4 Sekunden. Mein unglaublicher Kopfball. Tor! Der beste Kartentrick? Fertig. Ich brauche bloß noch 14 weitere Kartenspiele, 15 Kilo Federn und ein Straußenei. Gizmo, das alles haben wir nicht. Okay, dann der zweitbeste Kartentrick. Oh, wir haben weder Riesenbananen noch Mondgestein. Vergesst es. Oh, beste Superbuchreise zu einem echten Riesen. David und Goliath. Bester Superbuchausflug mit flammenden Schwertern. Wow, wenn ich bloß ein Straußenei hätte. Ich hab's. Der Krieg im Himmel zwischen Michael und Lucifer. Ich weiß was, der beste Superbuchausflug zu... Zu was? Zu nichts. Einfach nur das beste Superbuchabenteuer überhaupt. Welches war das? Wow. Denk nach, Joy. Wir sind so viele Male mit Superbuch gereist. Glaubst du, das beste, aufregendste Abenteuer war dabei? Das größte Superbuchabenteuer aller Zeiten? War vielleicht noch nicht. Superbuch! Ich zeige euch jetzt etwas, das größer ist als alles in der Geschichte der Erschaffung des Menschen bis zum heutigen Tage. Etwas, das alles in den Schatten stellt, was je geschah von einer Seite des Himmels zur anderen. Nichts ist damit zu vergleichen, was ihr gesehen oder gehört habt. Meine Geosensoren zeigen an, dass wir im Land Median sind, im Jahre... Oh, schau, wen haben wir denn da? Seid ihr Reisende, die sich verirrt haben? Wir haben uns nicht verirrt. Ich programmiere gerade... Oh, ich meine, das soll heißen, dass wir... Oh, wissen Sie eigentlich, was für schönes Heu Sie hier haben? Und hier? Und hier? Und, wissen Sie was? Wir sind nicht aus der Gegend. Mein Name ist Chris. Und das sind Joy und Gizmo. Ich bin Mose. Ah, verzeiht, ich sollte jetzt besser die ausgebrochenen Schafe zurück zur Herde bringen. Wir werden Ihnen helfen. Hab Dank für eure Hilfe, Kinder. Das ist ein wunderschönes Land. Leben Sie hier schon lange, Mose? Ja, seit einigen Jahren bin ich jetzt hier in Midian. Und wo waren Sie vorher? Ich lebte in Ägypten. Dort wurde ich als Sohn des Pharao aufgezogen. Wie, der Pharao? Heißt das etwa, Sie meinen den König von Ägypten? Ja, aber das war zu Zeiten des alten Pharaos. Und obwohl ich in Ägypten aufwuchs, bin ich gebürtiger Hebräer. Bitte verschont mich! Einmal kam ich dazu, als ein Aufseher einen Sklaven schlug. Ich wollte seine Hand festhalten, aber er wollte kämpfen und ich schlug ihn nieder. Das war in einer anderen Lebensphase. Hier in Midian fand ich Zuflucht. Und viele Jahre lebte ich hier friedlich. Ich gründete eine Familie und hütete meine Schafe. Und alle Sklaven wurden befreit, ja? Das wurden sie nicht. Mein Volk schuftet noch in Knechtschaft. Und jetzt dienen sie einem neuen Pharao, der noch viel grausamer ist. Mose. Hä? Mose?
Mose. Hier bin ich. Komm nicht näher heran und zieh die Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott von Abraham, der Gott von Isaak und der Gott von Jakob. Ich bin der Ich Bin. Redet Mose etwa mit einer Pflanze? Psst. Guck, der Busch steht in Flammen, aber er verbrennt nicht. Ich habe gesehen, wie sehr mein Volk als Sklave in Ägypten leidet. Die Hilfeschreie der Israeliten habe ich gehört. Und ich weiß, wie die Ägypter sie quälen. Ich habe Mitleid mit ihnen. Und nun geh. Ich schicke dich zum Pharao. Du musst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Aber wer bin ich, dass ich zum König gehe und ein Volk aus Ägypten herausführe? Der Pharao ist ein grausamer und gottloser Mann. Wieso sollte er mich anhören? Ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg ein Opfer darbringen. Aber wenn sie mir nicht glauben oder mir gar nicht erst zuhören. Möglicherweise sagen sie, Gott ist dir gar nicht erschienen. Was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab. Wirf ihn zu Boden. Oh, habt ihr das gesehen? Ich muss Moses bitten, mir das beizubringen. Nun strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Wisse, ich bin ein schlechter Redner. Ich war es nie und bin es nicht, selbst wenn du durch mich sprechen würdest. Ich rede nicht gern und die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Und wer entscheidet, ob jemand stumm oder taub, sehend oder blind ist? Bin ich es nicht, der Herr? Geh jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Mose! Mose! Aaron, mein Bruder! Oh, es ist schön, dich wiederzusehen. Es ist etwas Unglaubliches geschehen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Er hat mich gebeten, dich zu treffen. Gott hat mir befohlen, nach Ägypten zu gehen und unser Volk zu retten. Ich befürchte nur, ich bin nicht fähig zu tun, was der Herr von mir verlangt. Mächtiger und hochverehrter Pharao, zwei Schafhirten bitten um Audienz. Sie behaupten, sie sprechen für die hebräischen Sklaven. Soll ich sie fortschicken? Was erdreistig ist. Wie keck! Das erregt in mir Heiterkeit. Führt sie herein. Mann. Sehr wohl. Der Pharao scheint guter Laune zu sein. Der Pharao will euch sehen. Bitte, versucht keinen Dreck in den Thronsaal zu tragen. Mächtiger und großer Pharao. Sprich lauter, Insekt! O mächtiger Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels. Lasst mein Volk ziehen, es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Wer ist der Herr? Und wieso soll ich ihm gehorchen? Weder kenne ich einen Herrn, noch lasse ich die Israeliten ziehen. Ich befürchte, das heißt nein. Sie sollen mir aus den Augen gehen. Sie sollen ein Fest feiern. Oh, Schafherden,
Der Pharao wünscht, dass ihr euren hebräischen Freunden eine Nachricht von ihm zutragt. Wegen eurer Dreistigkeit erhöht er die zu bringende Arbeitsleistung der Sklaven. Einen schönen Tag. Wieso stürzt du dein Volk in solches Unglück, o Herr? Wieso hast du mich gesandt? Jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Ich werde ihn dazu zwingen, die Israeliten gehen zu lassen. Ja, er wird sie sogar aus seinem Land forttreiben. Erneut flehen wir dich an, o mächtiger Pharao, im Namen des Herrn, befreie die Kinder Israels von ihren Fesseln. Und erneut sage ich nein und sagt eurem sogenannten Gott, der so kühne Anforderungen stellt, dass er in meinem Reich keine Macht hat. Dann seht mal her! Soll ich einen meiner magischen Kartentricks vorführen? Oh, cool. Genial! Magier! Wow! Meine Hofmagier können das Gleiche, was euer Gott vollbringt. Oh, ich habe noch nie gesehen, dass eine Schlange eine andere verschluckt. Raus! Und sagt eurem Volk, niemals lasse ich es ziehen. Der Hebräer schickt mich, um euch zu sagen, lasst mein Volk ziehen, damit sie mich in der Wüste verehren können. Ich warne dich, Mose. Überfordere nicht meine Geduld. Oder du und dein hebräisches Gesindel werden den Preis dafür zahlen. Dann verwandelt sich das Wasser in Blut. Ich werde heute Abend im Palast baden. Was muss noch geschehen? So spricht der Herr. Lass mein Volk ziehen, sodass es mir dienen kann. Niemals! Dann soll Ägypten unter noch mehr Plagen leiden. Frösche. Stechmücken. Fliegen! Viehpest! Geschwüre! Mächtiger Ra, Gott der ewigen Sonne, beschütze uns vor den Qualen, die der Gott dieser Schafhirten uns auferlegt. Sehr gut, das wird Ra was lernen. Ja, besser. Oh, hallo. Kein Hallo verschwendet.
Ich sende noch eine weitere Plage zum Pharao und über Ägypten. Der Herr wird durch Ägypten ziehen und alle Erstgeborenen des Landes werden sterben. Aber die Familien der Israeliten sollen als Zeichen das Blut eines Lammes an ihre Türpfosten streichen. Und der Herr wird das Blut des Lammes sehen und das Haus verschonen. Selbst der Erstgeborene des Pharao soll umkommen. Nein! Hinaus! Lass mein Volk in Frieden! Und nimm die Israeliten mit! Menschen gesehen. Das müssen 1 Million israelische Sklaven sein. Wir sind keine Sklaven mehr. Dank dem Herrn. Und dank Mose. Er führt uns in ein neues Leben. Oh, mächtiger Pharao, wieso haben wir die Israeliten gehen lassen? Sklaven befehlen dem Pharao doch nicht. Sie müssen für ihre Tat bezahlen. Heerführer, versammelt die Armee. Sorgt dafür, dass alle Streitwagen in Ägypten bereit sind. Wir zerstören diese widerwärtigen Israeliten. Und diesmal wird keiner von ihnen verschont. Wie sollen wir den Berg Gottes erreichen? Das Rote Meer liegt dazwischen. Mose weiß, wo er uns hinführen soll. Also weiß er auch, wie wir da hinkommen. Mose, der Pharao verfolgt uns mit seinem Heer! Hab keine Angst. Gebt die Hoffnung nicht auf! Der Herr hat einen Plan! Sie wissen nicht zufällig, wie dieser Plan aussieht, oder Mose? Nein, noch nicht. Aber ich weiß, dass Gott immer bei uns ist. Und er wird uns den Weg zeigen. Da! Was geschieht hier? Beeilt euch, Männer! Wir treiben sie beim Roten Meer in die Enge! Mose, wieso schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch und strecke ihn aus über das Meer und teile es. Im Namen der Götter! Soldaten, worauf wartet ihr? Ihnen nach!
lasst nicht einen einzigen Israeliten entkommen! Waren das jetzt alle Israeliten? Das hoffe ich sehr, denn da kommt Pharaos Armeen! Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Schafhirt von Gott auserwählt wird, die Israeliten zu retten? Chris, wir reisen wieder zurück nach Hause. Das war... unglaublich! Das supergrößte Superbuchabenteuer überhaupt, stimmt doch, oder? Ja, klar! Und wisst ihr was? Da gibt's immer noch das größte Abenteuer mit einem Riesen. Und eins mit flammenden Schwertern. Ja, das heißt, es gibt noch eine Menge andere Abenteuer. Und ich kann's nicht erwarten. Hab ich das gesagt? Wir müssen Superbuch finden. Es soll uns in ein neues Abenteuer bringen. Superbuch, wo bist du? Du kannst Superbuch doch nicht einfach herrufen. Es kommt schon. Hallo, Superbuch. Du starbst dort an dem Kreuz, standst auf vom Tod, hast uns befreit. Komm und vergib mir meine Schuld, sei du mein Retter, Herr und Freund. Mach mich neu, verändere mich und hilf mir, Herr, zu leben für dich. Fliege weit auf die Reise.